Grüß Gott, liebe Freunde. Der Nomade Gottes ist wieder einmal für euch unterwegs, diesmal aber mehr im Inneren, beziehungsweise in den Schicksalen und den Seelenebenen der Menschen. Heute heißt unser Thema Krankheit, ist das eine Strafe Gottes oder ist das eine Gnade? Und da möchte ich euch jetzt einmal zwei verschiedene Ebenen zeigen, wie das von der einen und der anderen Ebene aussieht. Auf der Erde sehen wir, eine Krankheit kommt wie angeflogen. Sie setzt sich in den Körper. Wir werden krank. Wir probieren alles, um die Krankheit zu lindern. Wir gehen zu verschiedenen Ärzten, erst einmal, anschließend vielleicht Therapeuten. Wir probieren, die Symptome der Krankheit wegzubekommen. Frage: Ist das der Weg, um die Krankheit wirklich zu lösen? Was passiert denn, wenn wir einmal das Ganze aus der seelischen Ebene betrachten? Was ist denn so eine Krankheit überhaupt? Und wie kommt sie denn überhaupt in unseren Körper hinein? Stellt euch einmal vor, wir alle haben schon viele, viele, viele Leben hinter uns gebracht. In jedem Leben haben wir einiges gut gemacht und anderes ist daneben gelaufen. Unser Vater handelt genauso wie jeder gute Vater. Das, was aufgeräumt ist, steht oben in der Lichtmauer in wunderbaren großen Regalen. Gut beschriftet, Leben erfüllt, Auftrag erfüllt, Leben geschafft. Die anderen Sachen, die noch nicht geschafft wurden, die haben wir in der Atmosphäre der Chronik in unserer Erde verzeichnet. Und sie sind dort gespeichert. Diese Chronik der Erde wird auch ein kleines bisschen mit ausgelöst durch unsere Planetenkonstellation. Wir hatten immer wieder das Thema mit einer guten Astrologin in Innsbruck, dass die Auslösemomente immer nachzuvollziehen waren mit den Beginnmomenten dieser Krankheiten. Was ist passiert? Das Unaufgeräumte lagert dort in der Atmosphäre zwischen 3 und 7000 Metern und zum Teil auch auf Speicherplaneten und kommt zu gewissen Auslösezeitpunkten herunter auf die Erde. Jetzt stellt euch einmal die Freude unseres Vaters vor, wenn wieder so ein Auslöser ein Karma aus einem Schrank entleert hat. Stellt euch mal vor, ein Schrank. Der öffnet seine Türen oder seine Schubladen, je nachdem. Und alles, was da drin rottet und alles, was da drin noch aufgeräumt werden muss, leert sich aus. Es leert sich aus in den Körper des Menschen und dort löst es dann die Krankheit aus, die dazu gehört. Passend zum Thema, meistens auch genau in den Organen. Ne, das Kreuz mit dem Kreuz, wir wissen es. Groll, Nachtragendheit sitzt unten im Kreuz. Hartherzigkeit in jeder Form fällt zurück aufs Herz. Da beißt keine Maus den Faden ab. Jede Art von Unbarmherzigkeit fällt zurück auf den Kopf. Und so können wir an der Stelle schon, wo die Krankheit ausbricht, erkennen, um was für eine Art von Belastung es sich gehandelt haben muss. Und so freut sich Vater jedes Mal, wenn wieder eine Schublade aufgeht und der Mensch kann ein Karma in seinen Körper ausfließen lassen. Denn dieses Ausfließen würde in den Seelenreichen sehr lange Zeit bedeuten. Warum? In den Seelenreichen gibt es immer nur wiederholendes, sich wiederholendes Handeln in derselben Form. Die Szenen, die wir einmal auf der Erde erlebt haben, wiederholen und wiederholen und wiederholen sich. Ich gebe euch mal ein Beispiel aus einem Buch, was ihr vielleicht auch kennt. Das ist die 10. Prophezeiung von Celestine. Da ist der Lehrengel mit seinem Zögling in die Seelenebene gegangen, wo ein Mörder um die Ecke schaut, an einem Block wartet, bis einer aus der Türe herauskommt und schießt.
Das Opfer fällt um und der Zögling fragt noch den Lehrengel: Ja, sage mal du, ich dachte, hier oben kann man nicht sterben, die sind schon tot. Na ja, wart mal, was passiert. Und dann rennt der Mörder um den ganzen Block herum, an dem Erschossenen vorbei, um die nächste Ecke. Der Erschossene rüttelt sich, steht auf, rennt zurück in den Hauseingang. Dann schleicht der Mörder hinter dem Block entlang, wieder bis zur vorderen Ecke, schaut wieder um die Ecke herum, wartet, bis dass der aus dem Hauseingang rauskommt und schießt. Der Erschossene fällt wieder um, der Mörder rennt an der Hauswand entlang, wieder bis zur nächsten Ecke, verschwindet dahinter, der Erschossene schüttelt sich, steht auf und zurück in den Hauseingang. Und der Zögling fragt den Lehrengel: Ja, sage mal du, was machen die da die ganze Zeit? Ja, sagt der Lehrengel, siehst du ja, die ganze Szene, wo damals der Mörder diesen Mann erschossen hat, wiederholt sich hier in den Seelenreichen permanent, bis dass die mal auf den Trichter kommen und einander vergeben. Dass einer mal das Spiel unterbricht und zu dem anderen sagt, du komm, jetzt wär's doch eigentlich an der Zeit. Sollen wir jetzt nicht mal aufeinander zugehen und einander vergeben? Und sagt er, in dem Moment ist das oft der Fall, dass wir Lehrengel die Menschen dann raten, den Zweien doch zum Beispiel wieder zusammen auf die Erde zu gehen, vielleicht diesmal als Brüder, um sich dann im abgedeckten Zustand wieder zu vertragen. Und dann fällt dieses Karma von dem Mord vielleicht auf beide zurück. Vielleicht kommen sie als Zwillinge, einer überlebt, der andere nicht. Vielleicht kommen sie auch beide durch. Vielleicht kabbeln sie sich noch eine ganze Weile auf der Erde. Und zum Schluss merken sie dann doch, dass es viel gescheiter ist, sich zu vertragen. So ist die Erde eine unheimliche Akzeleration, sprich Beschleunigung von den Karmas, die wir oben gelagert haben und die sonst, genauso wie ich es jetzt euch an diesem Beispiel erzählt habe, die ganze Zeit vor unserem Auge spielen würden. Immer wieder, immer wieder. Der Zögling hat den Lehrengel dann gefragt, wie lange machen die das schon? Und der Lehrengel guckte so, circa 250 Jahre. Was? Ja, alle Minute passiert wieder dieselbe Szene, bis das einer dem anderen vergeben kann. Versteht ihr jetzt, wenn jetzt zum Beispiel dieser Mord herunterkommt in Form von Asthma und das Kind, also der Mörder damals, was geschossen hatte, bekommt dann Asthma. Das ist ja die Austragung von Tötungen. Dann geht das aber relativ schnell wieder weg. Wenn diese Abtragungszeit vorbei ist und wenn die zwei Burschen sich wieder vertragen, kann das Asthma verschwinden. Das Opfer, also der, der immer wieder hinfiel, der Erschossene, der hat vielleicht in diesem Leben Ischias, weil er gegrollt hat, weil er diesem Mörder gegrollt hat und aus dem Grunde nicht verzeihen konnte. Ischias ist die Austragung für Groll. Tief sitzenden Groll. Genau da, wo er auch sitzt. Ja, und dann können Sie hier auf der Erde das durch Ischias oder durch Asthma, je nachdem wer, austragen. Und sind dann aber innerhalb von den 80 Jahren, die Sie hier auf der Erde ungefähr zu verbringen haben, fertig. Wenn Sie es schaffen, einander zu vergeben. Und das beobachtet der Vater von oben ganz genau. Deswegen lässt er das zu, dass die Karmas, die uns in den Seelenebenen als permanente Szenen vor Augen stehen, komprimiert in Schränken gelagert werden und dann zur passenden Zeit zum Auslösezeitpunkt herunterkommen. Drum kommen die Krankheiten ja scheinbar wie angeworfen. Wir wissen ja oft gar nicht, was wir falsch gemacht haben. Wir haben nichts Besonderes gegessen, wir haben nichts Besonderes getrunken, wir haben keine Süchte und nichts und trotzdem kommt da so ein Ding runter. Aha,
Das ist wieder mal ein ausgeleertes Karma, eine alte Belastung, die in uns zurückfällt. Und wenn sie erst einmal in den Zellinformationen gelandet ist und sich dort niedergelassen hat, dann kann sie auch von Therapeuten gesichtet werden. Das heißt also, all die Therapeuten, die zellinformationssichtig ist, sehen dann, was mit dem Menschen los ist. Und sie können dann eben sehen, was für eine Szene der Krankheit zugrunde lag, die jetzt da wie angeflogen kam. Und sie können dann auch mit der Person, die diese Krankheit jetzt erwischt hat, die Ursache, sprich den Originalfilm, die Originalszene, die Originaltat herausfinden und dann die Person in die Vergebensarbeit leiten. Das geht dann so, dass die zweite Person, die dazugehört, oder mehrere sind es ja oft auch, dazu gerufen wird. Und dann wird derjenige, der beim Therapeuten ist, wirklich aufgefordert zu fragen, ob ihm jetzt zum Beispiel, wie bei dem Fall, das Opfer vergeben kann, die Opfer vergeben können, wenn es mehrere sind. Und wenn die dann nicken, weil sie vielleicht das Spiel auch leid sind und sagen, okay, du warst zwar nicht gerade besonders göttlich, aber wir vergeben dir, dann kann aus beiden die Belastung herausgezogen werden. Aus dem Mörder, wie in unserem Falle, die Belastung der Tat. Das heißt, Stück für Stück, ganz langsam, langsam, langsam würde sein Asthma verschwinden. Und aus dem anderen die Krankheit des Grolls, der Ischias, der Lumbalbereich, das Kreuz. Und Stück für Stück kann auch das, wie er den Groll loslassen kann, aus seinem Körper verschwinden. So, in der Zeit tat das natürlich weh. Das Wehtun ist ja das Signal. Guck doch mal hin, Kind, da ist noch etwas. Da ist jetzt gerade ein Karma, eine Belastung heruntergepurzelt. Schau doch mal hin, such doch mal Hilfe. Und in letzter Zeit habe ich einige schon gehabt, die hatten dann vom Vater mein Bild gezeigt gekriegt und manche wurden sogar auch 2-3 Mal schon von ihm geschickt und gesagt, hatte er gesagt zu ihnen, Kinder, jetzt geht doch mal zu Claire, lasst euch doch mal aufklären, was da los ist. Sie zeigt es euch und sie bearbeitet es mit euch. Das mache ich auch gerne. Auch von hier aus geht das sehr, sehr, sehr gut über Skype, dass man wirklich diese tiefsitzenden Zellinformationen bearbeiten kann. Und ich weiß ja, es ist eine Riesengnade des Vaters, dass er uns einen Körper geschenkt hat, in den dieses Karma ausfließen kann. Ihr müsst euch das ungefähr so vorstellen wie ein Müllkübel, wo eben das Karma aus der Atmosphäre und aus den Seelenebenen hineinfließen kann und wird dann spätestens, wenn unser Körper abgelegt wird, mit entsorgt. Da kommt dann der letzte Karma-Schrott mit hinein. Aber wir können es auch vorher bearbeiten. Wir müssen nicht so lange leiden. Total falsch wäre es, wenn man dann noch den Vater für die Krankheit, die einen angeflogen hat, verantwortlich macht. Er kann für unseren Unfug nichts. Da sind wir schon wirklich selber dran schuld, denn das war irgendetwas, was wir in diesem oder einem der vorherigen Leben grottenmäßig falsch gemacht haben, wo wir wirklich nicht auf ihn gehört haben, wo wir anders gehandelt haben, als er gehandelt hätte. Und wenn wir das verstehen, dann wissen wir, dass jede Krankheit, die auf uns herunterkommt, nie im Leben eine Strafe Gottes genannt werden kann. Ebenso wenig Unfälle, ebenso wenig Schicksalsschläge. Es ist immer nur das Ausfließen einer Ursache, die wir selber gesetzt haben. In irgendeinem Leben, in irgendeiner Zeit. Aber die Gnade, die uns Vater damit zukommen lässt, ist eine so große, weil er genau weiß,
dass hier auf der Erde die Zeit unendlich verkürzt ist und vieles viel, viel, viel schneller zum Ausfließen und zur Auflösung kommen kann, als das je in den Seelenreichen der Fall ist. So ist es dann auch wichtig zu verstehen, dass jede Art von Selbsttötung, auch wenn es durch Exit passiert oder ein Medikament, was gereicht wird, ein absoluter Schwachsinn ist. Warum? Ich sage es euch. Es liegt einfach daran, dass Vater ganz genau weiß, wann das Karma komplett ausgelaufen ist. Stellt euch mal vor, ihr habt so einen Kanister mit einer übelriechenden Flüssigkeit und die ergießt sich jetzt gerade in den Körper und der Kanister, der darf dann nachher aber wieder benutzt werden und blitzeblank vollgemacht werden mit einem guten, klaren Wasser. Wenn nicht alles ausfließt, wie kann dann nachher dieser Kanister dann wieder schön blank und frisch und zur Verfügung stehen für frisches Quellwasser? Das ist Gottes Willen im geistigen Reich. Das ginge ja gar nicht. Wenn man also sein Leben vorzeitig selbst unterbricht, kann man ganz sicher sein, dass man irgendein Karma unterbrochen hat. Man hat das Ausfließen von einem Karma unterbrochen. Und dann hinterher, und das habe ich jetzt schon hundertfach gesehen, kommt dann dieses große Erwachen. Oh Gott, warum habe ich bloß mein Leben vorzeitig beendet? Hätte ich noch 3 Wochen, 3 Monate oder 3 Jahre gewartet, dann wäre das ganze Karma ausgeflossen. Und dann hätte ich jetzt frei und in einem weißen, strahlenden Kleid wieder nach Haus gehen können. Aber so geht das nicht. Und statt oben in der hellen Ebene zu landen, bin ich in irgendeiner Zwischenebene gelandet, wo ich doch noch wieder einen Teil der Austragung in diesen langen, andauernden Seelenreichen austragen muss. Warum bloß? Insbesondere die Menschen, die überhaupt nicht sich klar machen, dass ja mit dem Ende unseres Lebens nur unser Körper stirbt, aber die Seele nicht eine Sekunde tot ist. Nicht mal eine, nicht mal eine Hundertstel. Sondern nonstop weiterlebt, wie ein Fahrer, der aus dem Auto, was keinen TÜV mehr hat oder zu Schrott gefahren ist, aussteigt und zu Fuß weitergeht. Genauso landet die Seele mit ihrem kaputten Auto da, wo sie dann zu Fuß weitergehen muss. Nämlich in der Ebene, wo ihr das ganze Unerledigte noch permanent vor Augen gehalten wird. Vielleicht hilft das dem einen oder dem anderen, einfach zu sagen, Vater, auch danke für das Leid, selbst wenn es mich jetzt im Moment drückt und wenn es mir wehtut, aber ich weiß, dass dadurch wirklich Seelenballast ausfließt und dass ich dadurch dann frei werden kann, frei von dem, was mich sonst in den Seelenreichen unendlich lange belasten würde. Das möchte ich doch nicht. Und genau aus dem Grunde bin ich doch gerade auf die Erde gekommen, damit ich das bearbeiten kann in einer größeren Schnelligkeit und selbst das Ausfließen im Krankheitsfalle, selbst wenn es im Altenheim ist, wo vielleicht unsere Leutchen 10 Jahre oder vielleicht noch länger im Rollstuhl sind oder bettlägerig sind, selbst das ist eine ganz große Beschleunigung im Vergleich zu den Seelenebenen. Ich habe schon Seelenebenen gesehen, wo die Menschen 6000 Jahre und länger immer wieder in derselben Situation gehangen sind. Und wenn sie dann bereit sind, sie zu bearbeiten, dann auf einmal auf der Erde geht es unheimlich schnell im Vergleich zu den Seelenreichen. Da kann man manches wirklich im Bruchteil derselben Zeit bearbeiten, in 60, 80 Jahren, was vorher 6000 Jahre und länger gedauert hat. Deswegen, wichtig ist es, dahinter die Gnade Gottes zu sehen, die Möglichkeit der Beschleunigung, die wir hier auf der Erde haben, die Möglichkeit, mit Mitmenschen wieder einiges aufzulösen, was sich oben richtig verfestigt hatte, wie bei diesem Mörder und seinem Erschossenen, was einfach keinen Ausgang zu finden schien,
Und dann eben, wenn man hier auf der Erde ist, geht es das auf einmal doch. Es ist möglich, dass man sich wieder verträgt. Es ist möglich, dass es einem bewusst wird, was man alles angestellt hat. Und es ist möglich, dass man in die Zellinformationen reinblicken lassen kann. Die Möglichkeit, die uns Vater dazu eröffnet hat, ist die Durchlichtung. Wobei eben bei einer Bearbeitung nach der anderen, von einer karmischen Gebundenheit nach der anderen, von einer Inkarnation zur anderen, die Seele immer heller wird. Und das erleben wir hier jeden Tag. Immer wieder werden Seelen heller, 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 bis das nichts mehr drauf ist. Bis das alle Schubladen ausgeleert sind. Bis das der Schrank leer ist. Bis das alle karmischen Strukturen ausgetragen sind. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann ist die Seele weiß, hell und kann hoch zum Vater in den Saal der Vergebung und mit ihm das große Fest der Vergebung feiern. Und dieser Saal, dieser große Festsaal, der liegt oft Ebenen höher als da, wo die Seele den Gang zur Erde angetreten hat. Und dadurch hat manche Seele zigtausend Jahre gespart, indem sie einen Gang auf die Erde angetreten hat, mit dem festen Willen, alles ablegen zu wollen, was sie noch vom Lichtreich und vom Vater trennt. Und das ist zwar anstrengend, das haben mir schon viele gesagt. Oh, Claire, das ist anstrengend, da reinzugucken und sich selbst gegenüberzustehen und zu sehen, wer man mal war. Ja, schon. Aber es ist trotzdem der schnellste Weg. Und so könnt ihr trotzdem ganz schnell euch selbst hinter die Kulissen gucken und schauen, was da los war, das bearbeiten. Und wenn es dann bearbeitet ist, richtig bearbeitet ist, dann ist es auch weg. Dann ist es in den Zellinformationen gelöscht und dann ist es auch in der Chronik gelöscht. Dann ist es beim Vater gelöscht und bei den Mitmenschen gelöscht. Überall ist es dann gelöscht. Und dann wird der Körper auch Stück für Stück, sachte aber sicher, beschwerdefrei. Und das ist das Schönste, was wir uns hier vorstellen können. Und selbst wenn es nicht klappt, dass er beschwerdefrei wird, so wird aber der Körper Stück für Stück immer leichter. Die Seele wird immer innerlicher, rosiger, heller, weißer und kann dann, selbst wenn der Körper als Müllkübel bis zum Lebensende fungiert hat und noch viel von dem Karmaschrott in ihm liegt, frei aus diesem Körper herausschlüpfen. Und das ist ja die Hauptsache. Zählen tut in erster Linie das ewige Leben. Die Symptomfreiheit ist eigentlich nur das Zweite, was für uns erstrebenswert ist. Wichtig ist erstmal, dass sich die Seele reinigt. Und dass sie nach diesem Leben wieder als reines, frisch gewaschenes Gotteskind zu unserem Vater nach Hause darf. Das ist es, was ich euch heute vom Vater überbringen wollte. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat, euch allen Gott zum Gruß, euer Nomade Gottes, eure Claire.